Kula Sinac wird von Freiburg ausgeliehen. Und somit kommen wir dann in die Vertragsverhandlung mit dem Permin Schwegler. Und was geben wir Ihnen hier für eine, ja, baut das Spiel auf. Er bekommt hier einen Stammplatz. Also ich würde mal doch sagen, er wird hier Stammspieler. Eine wichtige Bedingung wäre ein Vertrag mit mindestens 3 Jahren Laufzeit. Den können wir ihm mal hier gleich erhöhen auf 5 Jahre. Bei einem Abstieg will er, dass die Kürzung seines Gehalts ausgeschlossen ist. Das können wir auch machen, da ich nicht ausgehe, dass wir absteigen. Deswegen kriegt er hier auch noch eine ablösefreie Option bei einem Abstieg. So, Auflaufprämie 5000. Torprämie kriegt er hier. Und die beträgt dann 10.000. Und 1,6 Millionen im Jahr. Ist eigentlich sehr gut. Und mal gucken, ob er das gleich annimmt oder in die nächste Runde geht, um hier zu pokern. Probetrainingtag. Ja, der könnte auch hier interessant sein. 100 Spieler wurden zum heutigen Probetag eingeladen und sind anwesend. Sie können 5 Übungen auswählen. Ihr Co-Trainer und Ihr Torwarttrainer werden nach der Einheit Einschätzungen zu den Spielern abgeben. Die Genauigkeit der Einschätzung hängt von den Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter, den ausgewählten Übungen und der Dauer der Übung ab. So, wo waren wir? Die Dauer einer Übung beeinflusst ist schon hochgegangen, von daher ist es ja egal. Wir machen hier erstmal ein Trainingsspiel, was 20 Minuten geht. Und dann geht es mal hier los. Das Probetraining beginnt. Die erste Übung ist ein Trainingsspiel. Torm Nebel hängt sich hier voll rein. Sowas ist auch immer gut zu sehen. Der Aktionsradius von Felix Böhmer ist nicht besonders groß. Er wird sich sicherlich schwer tun, neue Positionen zu lernen. Ausgeschiedene Spieler 0-0-0. So, nächste Übung. Torschuss. Torschuss ist hier 25 Minuten. Torabschluss. Ach so, okay. So, Trainingseinheit starten. 25 Minuten Torabschluss und da wollen wir mal gucken, ob wir hier den einen oder anderen Goalgetter sehen können. Andreas Riechel ärgert sich, nur den Pfosten getroffen zu haben. Er will es hier wissen. Die Schüsse von Simon Hillebrand erinnert mehr an Rückgaben. Ja, also für den ist dann wohl Schluss. Ausgeschiedene Spieler 57. So, was gibt es denn hier noch? 1 gegen 1 ist natürlich auch sehr wichtig. Das machen wir mal 20 Minuten. 43 Spieler haben wir ja nur noch. Und mal gucken, wie viele danach übrig bleiben. Torm Nebel zeigt vollen Einsatz. Der ist ja hier schon öfters mal aufgefallen. Gökhan Torhan ist hier wohl ein Torwart. 1 gegen 1 war lustig. Ausgeschiedene Spieler 2. Also bleiben dann noch 41. Sprints. Sprints üben wir mal 15 Minuten. Das Training wird mit Sprints fortgesetzt. Mal gucken, wer da ja, der ein oder andere Flitzer ist. Wäre schön, wenn der Torm Nebel da. Da Torm Nebel rennt, als ginge es um sein Leben. Also ich denke mal, dass wir den hier verpflichten können. Oder verpflichten werden. Kommt es zum nächsten Kopfballtraining. Und das 20 Minuten. Nochmal der letzte Härtetest hier. 20 Minuten Kopfballtraining. 39 Spieler sind noch dabei. In einer unübersichtlichen Situation steigt Andreas Riechel hoch und versenkt den Ball eng wie im Tor. Anschließend gibt er zu, mit der Hand an den Ball gewesen zu sein. Torm Nebel wirkt sehr motiviert. Gut, 39 Spieler haben bis zum Ende durchgehalten und können nun verpflichtet werden. Wo machen wir das? Im nächsten Bildschirmmodus oder...
Da. Wir müssen hier erstmal auf den Torben Nebel. Wo ist denn der hier? Ich hätte gedacht, dass das ein Stürmer ist. Was ist das denn für ein Spieler? Da, Innenverteidiger war das. Alter, 31 hier. Ja, jeder Assistent kann maximal 3 zufällig ausgewählte Spieler bewerten. Zusätzlich werden noch die relevanten Fähigkeiten der 3 auffälligsten Spieler jeder einzelnen Übung eingeschätzt. Der Rest ist unbekannt und wird mit einem Fragezeichen bewertet. Ja, aber wirklich hier krasser Spieler war ja auch nicht dabei, außer der Torwart. Also den Torwart verpflichten wir da mal. Können wir da mal für unsere zweite verpflichten. So. Gut. Hat er gleich zugesagt. Und den Tom Nebel. Ich meine, der hat sich ja auch reingehängt wie ein Irrer. Deswegen kriegt er dann auch mal einen Vertrag für die zweite. Felix Böhmer. Ah, ne. Sieht mir jetzt nicht so gut aus. So, auch wenn die nicht gut sind, als Nettigkeit, da ich also ein netter Mensch bin. So, Jonathan Tah und den Sean Parker haben wir hier. Sehr schön. So. Sean Parker kommt dann für den Terrazino drauf und der Jonathan Tah für den Krams. So, aber wir müssen mal hier den einen oder anderen Spieler in die Reserve schicken. Denn was soll ich mit den ganzen Spielern hier und was sollen die ganzen Spieler hier, wenn sie eh nicht gebraucht werden? Können sie lieber in der zweiten ein bisschen spielen und gut ist. So, Felix Klaus, ja, brauchen wir jetzt auch gerade nicht so. So, Sean Parker, Trainingsziele, das wollen wir natürlich auch bei ihm aktivieren. Torriecher, Schusskraft, Volleys, Kopfballpräzision und der Antritt. Jonathan Tah, genau dasselbe Trainingsziele, nur die wichtigsten, Zweikampf, Grätsche, Manndeckung, Antritt ist ja auch immer wichtig und Robustheit machen wir mal und dann wollen wir mal hier bei den Voreinstellungen war das glaube ich E-Mails, das brauchen wir nicht. So, gut und können dann mal weitergehen. Unser nächster Gegner heißt der FC St. Pauli. Erstmal hier die Einigung mit dem Pirmin Schwegler. Jetzt müssen wir nur noch mit ihm einigen. Uns mit ihm einigen. Mal gucken hier. Astori gewechselt. Erstmal machen wir mal ein bisschen hier hoch. Kongo zu Lyon. Insigne zu Milan. Ach, Kolasinac ist zu Nürnberg gewechselt. Oder ausgeliehen, besser gesagt. So, Transferstatus sehen wir hier. Einigung erfolgt mit dem Pirmin Schwegler. Also ich denke mal, dass der hier wohl bei uns sein wird. So, erstmal alles hier löschen. Achso, dann müssen wir bieten. Dann können wir es erst löschen. So, damit das mal ein bisschen übersichtlicher hier wird. FC St. Pauli, kriegen wir vorher noch den Schwegler? Sieht gerade nicht danach aus. GD können wir danach hier abgeben. Oder in die zweite, besser gesagt, schicken. Und somit geht es dann hier los. Zweites Spiel hier, FC St. Pauli. Und es wird ein besonderes bestimmt. Kämpft um jeden Ball. Ja, Anpfiff in die erste Halbzeit und ich hatte ja gesagt, das wird ein spezielles Spiel für uns. Warum? Jeder, der mich bei Facebook da hat, weiß, dass ich eine Abstimmung laufen lassen habe, in der es um 3 Mannschaften ging. Wolfsburg, Pauli und
denjenigen SC Freiburg, den wir jetzt im Moment spielen. Pauli wird auch ab und zu öfters mal gewählt, aber hat ungefähr nur die Hälfte der Stimmen bekommen wie der SC Freiburg und Wolfsburg. Dementsprechend Pauli ein Kandidat hier gewesen, hätte ich natürlich hier auch genommen, wäre eine größere Herausforderung für uns bestimmt hier gewesen. Und jetzt wird es hier die Herausforderung, den FC St. Pauli genau so zu schlagen. Und ja, wir springen dann gleich mal in die Statistik hier mit rein und sehen hier, dass wir in den ersten 20 Minuten besser waren, Pauli hier aber langsam am Drücker ist. Und ja, wen hat denn St. Pauli hier in der Mannschaft? 20. Minute vorbei. Vielleicht jetzt mit der Chance? Nein, da Reda wirft einen Einwurf kurz auf Jürgen Schuster, aber dem verspringt der Ball einfach so. Ja, sah ein bisschen aus wie beim Einwurfproblem im Fußballmanager 08. Also EA ist da ein bisschen selbstironisch. Jonathan Schmid setzt sich schön auf der rechten Seite gegen Markus Thoran durch, flankt in die Mitte, doch zu Mike Hanke, doch der Stürmer vergibt kläglich freistehend, köpft aus 5 Metern vorbei. Schade, hätte hier natürlich das 1-0 sein können. St. Pauli hat hier eigentlich auch ein relativ gutes Team. Ihr seht es hier bei der Mannschaftsstärke, sind sie in Anführungszeichen nur 60 schlechter, aber wir spielen ja hier gegen ein Zweitligist. Zurzeit tut sich hier leider noch nichts. Die Abwehr ist hier sehr stark, erst recht der Sebastian Schachten hier von St. Pauli. Halbzeit 1:1 und wir bringen mal hier unseren Jonathan Tah hier rein. So. Fernandes nochmal für den Darida. Oh, jetzt habe ich hier ein bisschen Kacke gewechselt. So. Wen nehmen wir denn hier raus?